oder ich relativ wenig Ahnung von Autos habe, haben wir natürlich einen absoluten Experten. Freut euch auf Deep Müller, der kommt heute, ein waschechter Oldenburger. Dann mache ich Licht an. So habe ich hier normalerweise echt eher Licht an. Ich sag mal, bei mir ist immer die Lampe an. Du hast ja sogar alles verstärkt. 82 Dezibel darf er haben, ne? Ne, nicht mal. Oh, den kratzen wir die Plakette ab. Die holen wir das Gerät. Wir machen das jetzt mal amtlich, ne? Sehe, du musst das da hin. So, was haben wir da? 74 Dezibel nur. Das hat TÜV. Das passt. So war das richtig. Hinter der Wand halt. Hinter der Wand. Ja. Donnerwetter. Hast du denn öfter so Leute, die ankommen? Ja, nee, ich habe da nichts dran gemacht. Mach mal kurz aus. Ist original und sowas. Das merkst du doch auch, oder? Der Standardsatz. Das war schon immer so. Ach so, das hörst du mal. Nee, da habe ich nichts dran gemacht. Das war schon immer so. Da blubbert die Kohlensäure nicht aus der Pulle. Der läuft so ruhig. Ist unfassbar. Ja, aber Opel GT, der hat ihn nicht so aufgeklappt. Die haben sich verdreht, weißt du noch? Und da gab es in der Mittelkonsole noch so einen Schalter, so einen Hebel. Den musstest du wegreißen. Da haben die Cookies sich so verdreht aufgestellt. 07 Oldtimer-Kennzeichen, da hast du mit dem TÜV so gesehen keine Probleme. Nee, überhaupt nicht. Ja, wie alt bist du denn jetzt? Ich werde jetzt 55. Ich glaube, der braucht auch noch mal eine Hauptuntersuchung. Deutschland laufen nur 3 Stück davon. Und du kennst alle? Ja. Keine weiteren Fragen. Santa Maria, ne? Das ist ja eigentlich deine Welt, ne? Ja, V8 Sound. 52. Mehr nicht? Ne. 52 PS, das ist ja die fahrende Wanderdüne. Ja, natürlich. Ein Rundinstrument, eine Tankanzeige und das war's? Der hat ja nicht mal nur eine Lampe hier, wie VW auch, du. Wenn die Kiste schon am Abkochen ist, geht nur eine Lampe an, dann kannst du ihn gleich abschleppen lassen. Wo fährst du sonst? Es gibt doch nur noch TÜV, oder? So wie ich das in Erinnerung habe, ja. Meine ich auch, ne? TÜV Nord sofort, ne? 21,6 Zoll ist der Platz 1 mit der Teilnehmernummer 54. Und André ist heute der Glückspilz, ne? Glückwunsch, genau. So, wir sind ja vorhin durch die Reihen gegangen. Und was für ein Modell hat er noch gehabt? Ein Datsun. Ja, ich wollte einen Porsche und habe dann festgestellt, dass der Datsun der bessere ist. Er sagte, der ist besser als ein Porsche. Na ja, doch. Ja. Achtung, haltet mal hoch.